Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ja, Leute, wir befinden uns in Kakariko auf dem Friedhof. Im letzten Part haben wir uns den dritten Stein abgeholt, könnten nun zu Prinzessin Zelda gehen, doch wir müssen noch ein paar Items abholen. Jo, und dann sind wir auch gleich hier und werden mitsamt Bumerang, ein neues Item, das wir bekommen haben, uns kurzerhand ein paar Spinnchen unter den Nagel reißen. Und jetzt kommen wieder meine Epic-Ziel-Skills. Beim ersten Versuch gleich mal getroffen. Dreimal müssen wir treffen, also zweimal und das dritte Mal, um uns das Spinnchen unter den Nagel zu reißen. So. Das ist unser Token Nummer 1. Wir werden in diesem Part sehr, sehr viel schneiden, da ich den Weg zu verschiedenen Sachen euch ersparen lassen möchte. Es führt uns zur London Range. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder, die Long Range. Bei Nacht, und ja, wie ihr da hinkommt, seht ihr ja auf der Karte. Ihr habt das ja gesehen, hoffe ich da gerade. Wenn nicht, dann zeige ich das nochmal. Aber ich habe es ja schon in einem Part gezeigt gehabt, deswegen erspare ich mir immer den Weg. So, wir hören es gleich. Manchen. Dann gucken wir mal, wo sie sich befindet. Da oben. Die ist nicht leicht zu treffen. Na, war klar, dass der erste Treffer nicht trifft. Der erste Versuch nicht trifft. Damit habe ich gerechnet. Und ich habe auch mit dem zweiten Fehlversuch gerechnet. Und auch mit dem dritten habe ich gerechnet. Muss ich noch höher zielen? Noch höher. So, oder was? Na, das war zu weit anscheinend. Na, dann werden wir es nochmal versuchen. Das ist nicht einfach, die da oben zu treffen, meiner Meinung nach. Na, jetzt haben wir es hingekriegt. So, jetzt müssen wir nur noch im richtigen Winkel werfen. Na, so kriegen wir sie nicht anscheinend. So. Unser nächstes Token. Wir haben hier aber noch ein Token zu holen auf der Farm. Ich sag's euch gleich im Voraus. Wir werden insgesamt 43 Token haben, bevor wir zu Prinzessin Zelda gehen. Wir werden noch andere Kleinigkeiten holen. Wir werden unter anderem das Maskenquest mit dem sehr, sehr fröhlichen Maskenhändler erledigen. Ja. Und ich bin jetzt gerade am gucken, wo sich die nächste Skulltula befindet. Das ist immer so ein bisschen relativ. Da kommen ein paar Vögelchen. Ihr könnt mich mal ganz deftig. Seht ihr schon was? Nein, es ist auf der anderen Seite. Ich bin mir nicht immer so ganz hundertprozentig sicher. Wisst ihr, Leute, man kann sich auch mal ein bisschen irren. Es könnte aber auch... Ich will jetzt einfach mal gucken, ob das hier oben irgendwo ist. Nein, hier irgendwo muss aber eine sein. Oh, du... Piepmatz of Doom. Oh... Kennen keinen Respekt, ey, die Vögel. So. Na, da ist es auch nicht. Da ist sie ja. Sorry für die kleine Verzögerung, Leute. Und jetzt holen wir uns das Spinnchen. Oh, das war ein guter Wurf. Der auch. Habt ihr das gesehen? Okay, wir haben die nächste Skulltula im Sack. Und ja, unser nächster Weg wird uns, wo wird er uns hinführen? Wir werden wieder in den zweiten Dungeon gehen. Da gibt es eine Kleinigkeit abzuholen. Bis gleich. Liebe Leute von heute, da sind wir wieder. Und wir müssen hier rein in den zweiten Dungeon. Da waren wir auch erst vor einer Weile, ich weiß. Und ja, wir werden hier noch ein Spinnchen finden. Kurzerhand. Dauert immer ein bisschen. Ah, okay, das ist die richtige. Ich wollte den nur erstmal außer Gefecht setzen.
Da ist ja ein Mund, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. So. Und jetzt müssen wir hier kurz nach oben gehen, nach oben kommen, nach oben. Das haben wir noch ganz knapp geschafft gehabt. So, dann müssen wir über die Brücke drüber. As far as I know. Ja, wie ihr sehen könnt, sehen wir das Dungeon Interface. Wir haben aber schon alle Items in diesem Dungeon hier erledigt. Ach, das war gar nicht richtig. Also wir haben schon alle Items geholt, logischerweise. Da dieser Dungeon schon komplett geklärt war, bis auf unser Freund, die Skaltula. So. Jetzt sind wir auch schon, glaube ich, näher am Ziel. Sind wir überhaupt richtig? Ich will es doch mal hoffen, dass wir nicht laufen wie ein Idiot. Ich gebe mein Bestes, Leute. Wir dürften aber jetzt in den richtigen Raum kommen. As far as I know. Okay, da sind wir schon mal in der Nähe. Hätten auch einfach auf die Karte gucken können, aber das will ich nicht. Leute, das will ich nicht. Oh, da sind die Dinger schon wieder, die kann ich gar nicht ausstehen. Boah. Bäh. Ich wette mit euch, dass man da einfach hochklettern kann. Ja klar, ist ja, wie gesagt, wir laufen den Dungeon quasi gerade rückwärts durch. Und jetzt dürfte hier eigentlich auch schon der Ort kommen, den ich meine. Den. Oder auch nicht. Es gibt bestimmt einen schnelleren Weg. Wir sind nur zu dumm gewesen, den zu nehmen. Und natürlich fressen wir Damage, weil ich mich ja am Beeilen bin. Kein Problem, wir haben 10 Herzen. Eine von zwei Leisten voll. Jetzt befinden wir uns hier. Ah, okay. Dann hier über die Brücke. Ja, folg uns ruhig, Feuerspinne. Feuerfledermaus. Malen wir uns noch ein bisschen. So, jetzt sind wir aber schon mal ein bisschen richtiger, aber noch nicht ganz richtig. Du hast dein Schild verloren. Halleluja, unser Holzschild ist kaputt. Das werden wir uns aber kurzerhand wiederholen. Nicht jetzt im Augenblick, aber das werden wir uns noch wiederholen. Mache ich irgendwann offscreen, gehe ich kurz in Kokiri-Dörfchen rein und hole mir das Schild. Muss ich hier auf den Knopf drauf hauen? Ah, geh doch hoch, Link. Mann, bist du zu blöd, um gegen die Wand zu laufen? Beziehungsweise dafür bist du nie zu blöd. Gegen die Wand laufen, da bist du Weltmeister drin. So, jetzt sind wir aber richtig da. Und zwar befindet sich hier irgendwo noch eine Skaltula. Juhu, juha. Wir müssen jetzt nur rausfinden, wo die sich befindet. Ich weiß es nicht. Ich glaube hier natürlich nicht. Nee, ich höre nichts manchen. Spitzt die Ohren, Leute, ob ihr es hört. Hört ihr es? Nicht? Warum denn nicht? Ah. Stirb und komm mit. So, und unser nächster Weg führt uns zu Lake Hylia. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder am Lake Hylia, am Hyliasee. Und hier wartet, wer hätte es gedacht, wieder ein Spinnchen auf uns. Wir haben schon etliche Spinnchen. Ich glaube, du spinnst. Und ja. Mal gucken auf der Backside. Auf dem Labyrinth. Auf der Scientist Laboratory. Wo denn? Bist du bekloppt? Halt mal genau, halt mal genau. Halt ihr sie? Ja, das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Ja, Leute, 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 so macht man das. Man fällt erstmal fett ins Loch, beziehungsweise fett nach unten. Und dann ist alles gut, ne?
So, da sehe ich schon mal nichts. Ich würde sagen, die Rückseite würde ich schwer vermuten, ist hier. Stellen uns jetzt einfach mal dahin und gucken mal nach oben. Also hören tue ich schon mal was. Ah, hey, Navi, halt die Schnauze. Keiner hat dich um deine Meinung gefragt hier, ja? So, wir holen uns das Token. Und der nächste Weg führt uns ins Gerudo-Tal. Leute, ich weiß, viel schneiden. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ihr erinnert euch, hier sind wir mit einem hohen Paragliding gegangen. Und müsste doch irgendwo hier oben sein. Oder nur bei Nacht. Das wissen wir gleich. So, mach mal das Liedchen hier. Spiel das Lied. Das Lied von der Dunkelheit. Mach mal hier die Sonne zu. So. Ah. Manch, 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 manch. Manch, 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 manch. Manch, 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 manch. So, komm mal in die Tasche rein. Was machst du denn da? Bist du blöd? Hol uns mal hier das Token. So, jetzt müssen wir auf Hyrule Field. Wir sehen uns gleich. Da sind wir doch vorerst wieder. Oh, jetzt rennt der Typi weg, Leute. Ich wollte ihn gerade anlabern. Da hätten wir was Questmäßiges machen können. Das ist ja aber auch mal zum Kotzen, Leute, ey. Naja, was willst du machen? So ist das Leben, ne? Und ja, ich zeige euch, was man machen muss. Wir sind trotzdem richtig. Der rennt einfach vor uns vor der Nase weg, du. Dann hätten wir den jetzt hier platt machen können. Ja. Was willst du denn jetzt? Na, übergeben tun wir uns jetzt nicht. Wir nehmen uns eher eine Bombe. Oh, unsere geliebten Bomben. Und rein ins Loch. Runner. Was ist denn hier? Der Feenbrunnen. Das war nicht das, was ich holen wollte. Leute, 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 Leute. Das wollte ich doch gar nicht. Na, dann gehen wir wieder mal nach oben. Da war irgendwas, was wir machen müssen. Irgendwas mit einem Baum. Wir müssen noch irgendwo eine Bombe legen. Sekunde kurz. Pseudole, da sind wir wieder. Wir mussten wo ganz anders hin. Auf der Karte könnt ihr sehen, wohin. Stützen uns da kurzerhand in das Loch rein. Und ja, was gibt es hier? Ein Spinnchen irgendwo. Ne, das ist nicht das Spinnchen, was wir brauchen. Wir holen uns mal einen Boomerang raus. Einen Boomerang. Da hinten ist es auch schon, unser Spinnchen. Komm schon, komm schon. Ah, das war getroffen. Und jetzt. Komm. Ah, willst du mich verarschen hier? Pff, ist der im Weg, ey. So, wir haben uns das nächste Token geholt. Das ist das Token Nummer 43, wenn ich mich nicht täusche. Und ich möchte noch eine kleine Videosequenz mit reinbringen. Wir werden jetzt nämlich mal auf das Schloss zulaufen und uns um die Prinzessin kümmern. Oh, das wird schon so dunkel, Leute. Das wird so komisch dunkel. Was könnte da jetzt kommen? Was könnte da jetzt kommen? Da geht auch schon die Sonne unter. Wir laufen jetzt einfach mal auf das Schloss zu und gucken einfach mal, was auf uns zukommt. Oh, Videosequenz. Es regnet. Oder es beginnt gleich zu regnen. Es donnert auf jeden Fall mal. Okay. Und jetzt regnet es. Zugbrücke geht runter. Ja, ich weiß, ihr seht das selber. Ich halte ja schon die Klappe. Oh, Prinzessin Zelda?
und Impa. Sie wirft etwas für uns. Es landet im Wasser. Und jetzt? Oh, okay, Ganondorf. Eine Begegnung mit Ganondorf, unserem Feind aus diesem Spiel, dem Bösewicht. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst, du Narr? Oh je, Link, du bist doch verrückt. Ha! 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 Hat er eine dumme Lache. Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Und wir kriegen einen fetten Spell ins Gesicht gedrückt. Putz! Und es knallt es nieder. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Ha! Der überaus männliche Ganondorf. Ja, Leute. Ich würde sagen, was die Prinzessin uns da im Fluss hinterlassen hat, das sehen wir erst im nächsten Part. Freut euch drauf. Oh, Nahsicht auf Link. Wow, cool. Nein, Spaß. Das war's, Leute. Was jetzt alles noch kommt, sehen wir erst im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.